Andreas Röder, seit 2005 Professor für Neueste Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und einer der führenden Zeithistoriker der jüngeren Generation. In seinen aktuellen Forschungsprojekten beschäftigt sich Andreas Röder mit der Entwicklung von Werten und dem Wertewandel in Moderne und Postmoderne, sowie mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Im Frühjahr 2009 hat er mit Deutschland einig Vaterland die erste wissenschaftliche Gesamtdarstellung der deutschen Revolution vorgelegt. Für mich war die gesamte Studentenzeit eine große geistige Abenteuerreise namens Bildung. Ich habe mich eigentlich von Beginn an in einer Art von Bildungsrausch begeben, der dann bis zum Schluss, bis zum Examen auch nicht mehr nachgelassen hat. Ursprünglich wollte ich Lehrer werden, aus der Vorstellung heraus, dass Bildung das ist, was mich fasziniert. Und an der Universität hat sich Schritt für Schritt ergeben, dass nicht nur Lehrer zu werden eine für mich immer interessante Möglichkeit war, sondern dass sich auch andere Möglichkeiten eröffneten. Ich habe dann promoviert und danach wurde mir eine Assistentenstelle angeboten. Und so hat sich dann Schritt für Schritt die wissenschaftliche Karriere ergeben. Wenn man Professor ist, dann ist es schwer, alles unter einen Hut zu bekommen, was man unter einen Hut bekommen muss. Aber es gibt die alte Idee, die alte Humboldtsche Idee der Einheit von Lehre und Forschung. Und im Kern ist es das, was uns bis heute antreibt. Studierende sagen mir häufig, sie hätten den Eindruck, sie würden spüren, dass ich begeistert sei von dem, was ich tue. Ich finde eigentlich, das ist immer das netteste Kompliment, was Studenten mir machen können. Ich habe über die englische Geschichte im 19. Jahrhundert, über die internationale Politik der Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert gearbeitet und über die Geschichte der Bundesrepublik. Und so ergab sich irgendwann die Idee, eine Gesamtdarstellung der deutschen Wiedervereinigung zu schreiben, die es bisher nicht gibt. Dieses Buch zu schreiben ist dann mein letztes großes Anliegen gewesen und dieses Buch ist in diesem Frühjahr erschienen und die freundlichen Resonanzen darauf freuen mich natürlich sehr. Von meinen Kindern lerne ich ständig und vor allen Dingen lerne ich von den Kindern, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen im Leben. Und wenn eine unserer Töchter pünktlich zum Kindergeburtstag gebracht werden muss, dann muss alles andere zurückstehen und sie merken, was wirklich Vorrang hat. Ich hatte drei große Hobbys: Literatur lesen, Geschichte und Musik. Und die Musik habe ich immer als das große Hobby neben dem Beruf weitergepflegt. Ich habe erst Klavier gelernt und dann bin ich irgendwann auf die Orgel umgestiegen, habe sogar mal ein ganz respektables, konzertreifes Niveau erreicht gehabt. Das schaffe ich mittlerweile vom Üben her nicht mehr ganz zu halten. Aber bis heute spiele ich im Gottesdienst und begleite die Gemeinde und das macht mir bis heute neben dem Beruf ungeheuer viel Freude. Ich habe kein bestimmtes Zeitmanagementsystem und manchmal ist alles zusammen zeitlich auch sehr knapp. Ich bin sicherlich ganz gut organisiert, das ist auch wichtig. Aber vor allen Dingen ist es, dass das, was ich tue, mir große Freude macht. Und wenn das, was man tut, einem Spaß macht, dann gelingt einem auch vieles.